So Leute, herzlich willkommen zurück. Nun gehen wir in das Büro zu dem lieben Robert und sagen ihm mal, dass das so nicht geht, dass er irgendwelche Leute auf uns hetzt und so und dass er neue Männer braucht. Okay. Zurück, zurück, verdammt! Oh, reden, ich glaube, das hat er schon gehört. Es gibt verdammt nochmal nichts zu reden! Nimm die Knarre runter! Haut endlich ab! Darf ich? Darf ich? Haut ab! Robert! Hier lang! Hallo, Robert. Bleib doch da, Robert. Was willst du denn hier? Oh, ja, falscher Knopf. Hat man glatt gemerkt, ne? So. Ja. Huh. Tja. Hallo, Flucht. Robert. Aussichtslos. Tess. Das ist natürlich ne? Nicht so. Ihr nehmt's mir nicht übel, oder? Warum auch? Okay. Oh. Verdammt! Hab dich vermisst? Hör zu, was ihr immer hier gehört habt, das stimmt nicht, okay? Ich will damit nur die sagen. Die Waffen. Willst du uns sagen, wo sie sind? Ja, klar, aber. Es ist kompliziert. Okay. Hör zu, lasst mich einfach ausreden, okay? Ich muss... Fuck! Stopp! 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 Hör auf zu jammern. Was würdest du sagen? Immer dieses Kriegsrecht hier. Ich hab sie verkauft. Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Ich brauche einfach nur mehr Zeit. Gib mir eine Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest, mich umzubringen. Komm schon, so wer hat die nicht. Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Sie sind bei den Fireflies. Okay. Was? Hör zu. Sie sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen, hä? Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Komm schon. Scheiß auf die Fireflies. Schnappen wir sie uns. Das ist eine Scheißidee. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Waffen zurück. Ist die gut drauf. Keine Ahnung. Wir erklären es ihnen. Na dann, suchen wir die Fireflies. Da müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Queen Firefly. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Ich wollte ihn lebend. Die Waffen, die er euch gegeben hat, das waren leider nicht seine. Ich will sie zurück. So läuft das nicht, Tess. Und ob es so läuft? Ich habe sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das? Und ihr bekommt die Waffen und mehr. Okay. Hast du sie denn überhaupt? Es heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeig euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Folgt mir. Ja, ist immer gut. Muss ich sehen, ob da auch überhaupt welche da sind. Waffen. Ihr wollt den Deal? Dann los. Hier durch. Ich weiß einen Ausweg. Verwinkelt. Kommt. Na. Jetzt kommt der Gegner aus dem Zipfel.
Oh. Hey. Ach du Scheiße. Deine Leute? Der Rest von ihnen. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Okay. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber sie brauchen Schuldige. Sie wollten uns provozieren. Sie haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Joel, hilf mir doch mal. Jo, ist ja. Dann helfe ich halt wieder. Ich vergesse immer, dass ich da noch den Mundstick in die Richtung schieben muss. Das ist traurig. Dann stehe ich und denke mir, passiert doch noch was. Hey, hättest du das noch durch? Es geht. Moment, Soldaten. Da geht's raus, die Tür unter der Brücke. Keine besonders schönen Aussichten. Es ist zwar nicht deine Art, aber wir könnten um sie herumschleichen. Mal sehen, wie es läuft. Lasst uns gehen. Wir müssen zu dieser Tür. Das sind auch viel zu viele, ne? Viel zu viele Leute hier. Deswegen muss man selbst ganz leise sein. Steht da allein da, ja. Wahrscheinlich nicht lang, wenn ich da jetzt. Aber das ist ein Witz. Folgt mir eigentlich irgendjemand? Nö. Ich weiß nicht einmal, wo ich hin soll. Wie viele Leute sind jetzt da drin? Zwei. Okay. Komm, der Penis ist auch noch hier rein. Greif deine Flanke! Verdammt. Das sieht nicht schlecht aus, Leute. Ah. Oh mein Gott. Das war übel. Ja.
So. Oh Mann. Ohne Witz, normalerweise wollte ich immer noch kurz erwähnt haben, wären die Leute nun tot. Ah, Treffer versenkt. Aber ich glaube, der lebt noch, oder? Wobei, der Schuss ging doch eindeutig direkt ins Herz. Der dürfte eigentlich nimmer leben. Hier, versorgt die Wunde. Falls ihr euch wundert, warum ich immer nach unten schaue, da steht nämlich der ganze Rest meines Equipments. Und da muss ich immer wieder überprüfen, ob noch alles läuft, wie lange es schon läuft und so weiter und so fort. Weil ich könnte natürlich auch eine Folge von mehreren Stunden auf einmal hochladen, aber das ist immer ein bisschen beschissen. Ja, verarzte dich, Junge, verarzte dich. Na, siehst du, so funktioniert das. Dreimal mit dem Band einfach um die Hand gewedelt und schon sind alle Schusswunden versiegelt. So. Und nun gehen wir da hin. Die will bestimmt was von uns. Gott verdammt, das ist Warren. Und das waren mal deine Männer. Wir sollten los, Marlene. Es kommen bestimmt noch mehr Soldaten. Ja, stimmt. Dann los. Das ist traurig. Traurig, traurig, traurig. Jetzt sind wir gleich da. Bitte. Oh, schöne Aussicht hat man hier. Das ganze Hafenbereich. Und so weiter. Hier rein? Los, sieht's aus. Wohin gehen wir, Marlene? Okay. Ist nicht mehr weit. Na. Nein. Hältst du weiter durch? Ich bin ganz schön fertig, aber es geht schon. Die Taschenlampe finde ich cool. Wir sind jetzt auch gleich da. Ja, ja. So, dann muss ich mal kurz unterbrechen hier, mal kurz aufstehen. Denn komischerweise, wie ihr vielleicht gerade gesehen habt, klasse, ist die Facecam weg. Ja. Das Ganze wird jetzt vermutlich dann für heute meine letzte Aufnahme sein, weil die eine Kamera ist komplett voll, die Speicherkarte. Und diese liebe Kamera hier, die ich jetzt gerade benutze, ist der Akku leer. Das ist doch schön. Es läuft wieder alles, wie ich geplant habe. Das liebe ich. Mit wem erzählt die? Was sollen wir schmuggeln? Oh je. Yeah. Ich glaube, wegstecken kann es einfach nicht. Joel, hilf mir mal eben. Gut, doch, wenn ich auf Nahkampf gehe. Ja. Wow, wow, wow. Vorsichtig. Ja, ja. Lass die Scheißfinger von hier. Hör auf damit. Ach Gott, ist die goldig. Müsst ihr jetzt schon Kinder rekrutieren? Sie gehört nicht zu den Fireflies. Oh Mist. Was ist passiert? Keine Sorge, das wird wieder. Sie helfen uns. Ja, ja. Aber ich kann nicht mitkommen. Nee, nee, in Eis und Schnee. So. Aber dann bleibe ich. Ellie, das ist unsere einzige Chance. Ey, wir schmuggeln Sie? Eine Truppe Fireflies wird sich mit euch am Rathaus treffen. Das ist verdammt weit weg. Ihr werdet das schaffen. Ihr bringt sie hin, kommt zurück und kriegt die Waffen. Ja. Doppelt so viele wie Robert hat. Wo du es gerade sagst, wo sind sie? Aber wir können uns den Auftrag wahrscheinlich sowieso nicht raussuchen.
Wir werden nichts schmuggeln, bis ich sie gesehen habe. Du kommst mit mir mit. Du kannst die Waffen prüfen. Und ich werde mich versorgen lassen. Dann können wir uns nicht raussuchen. Aber sie wird nicht mit uns in diesen Teil der Stadt kommen. Wir müssen den Auftrag wahrscheinlich eh annehmen. Oh, ich glaube, das ist keine gute Idee. Bei ihm. Woher kennst du sie? Ich kannte seinen Bruder Tommy. Er sagte, wenn ich in Not bin, kann ich mich auf ihn verlassen. Vor oder nach seinem Abgang aus deiner Kampftruppe? Von dir ist er auch weg. Er war ein guter Mann. Ja, ja. Hör zu, bring sie einfach zum Nordtunnel und warte dort auf mich. Das darf doch nicht wahr sein. Sie ist bloß Ware, Joel. Mann. Keine Diskussion. Alles wird okay. Jetzt geh mit ihm. Halt dich ran. Und du, komm her. Gehen wir. Ich nehme auch noch ein kleines Kind mit. Hallo? Hallo? Sonst geht's uns aber gut, ne? Na. Ach so, ich gehe auch noch allein mit der. Ja, ja. Das ist natürlich ganz cool. Ja, genau. Klappt mit der. Das ist eine Waffe, Kind. Das ist eine Waffe. Ah, habe ich dich erschreckt, hä? Okay. So. Okay. Ja, ich würde aber sagen, das war's mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn hoffentlich die Kamera wieder alles funktioniert hier. Ja, bis dahin, macht's gut und haut rein.